Direktor Knie sprach aus seiner praktischen Erfahrung im Umgang mit Tieren. Bei wissenschaftlichen Untersuchungen hat Fräulein Dr. Ruth Lothmar, Biologin an der Rheuma-Klinik und am Institut für Physikalische Therapie des Kantonsspitals Zürich, interessante Zusammenhänge festgestellt zwischen der Funktion des Organismus und bestimmten Wetterlagen. Bei Experimenten mit Kaninchen hat sie herausgefunden, dass der Organismus wesentlich mehr Schwefel ausscheidet an Tagen, die durch den Einbruch polarer Kaltluftmassen gekennzeichnet sind. Wir hier im Institut für Physikalische Therapie haben unter anderem auch die Aufgabe, zu erforschen die Wirkung der Heilquellen, speziell ob die darin gelösten Mineralsalze durch die Haut aufgenommen werden und vom Organismus verwertet werden. In diesem Zusammenhang führten wir eben Versuche an Kaninchen durch. Diese Versuche gingen auf folgende Weise vor. Ein Kaninchen wird auf den Rücken gelegt, eine gewisse Stelle der Bauchhaut rasiert. Auf diese Bauchhaut wird ein Lappen gelegt mit radioaktivem Natriumsulfat, das heißt eine Schwefellösung. Radioaktiv ist die Lösung nur deshalb, damit wir sie nachweisen können. Das ist der einzige Grund. Man hat übrigens das Gefühl, Frau Doktor, die Tiere hätten überhaupt nichts zu leiden, sondern eigentlich noch Vergnügen an diesen Versuchen. Also Vergnügen ist vielleicht etwas zu viel gesagt, aber unsere Tiere sind ja ganz zahm. Wir haben einzelne Versuchstiere während 4, 5 und 6 Jahren immer wieder gebraucht. Und sie haben nicht den geringsten Eindruck, dass die Tiere irgendwelche Furchtreaktionen oder derartiges, also auf, dass bei ihnen das auftritt. Dieser Lappen liegt eine Stunde auf der Bauchhaut des Kaninchens, dann wird das Tier zurückgesetzt in seinen Stall und dann prüfen wir am nächsten Tag und in der Folge während Tagen und Wochen oder sogar Monaten täglich die Schwefelausscheidung. Nun, Sie haben, Frau Doktor, noch eine andere Versuchsreihe durchgeführt. Ja, wir haben noch Versuche durchgeführt, um zu prüfen, ob Schwefel, der im Organismus enthalten ist, durch die Haut von innen nach außen austreten kann. Und auch hier konnten wir eben feststellen, dass an gewissen Tagen wesentlich mehr Schwefel austrat. Und es stellte sich dann statistisch gesichert heraus, dass an Tagen, die unter Warmlufteinfluss standen, wie Föhn, Warmluftokklusionen, aufgleitende Warmluft und so weiter, wesentlich mehr Schwefel austrat als an den gewöhnlichen Tagen, dass also hier die Haut stärker durchblutet war.